Wattway. Was ihr hier seht, ist im Grunde eine Technologie der Zukunft. Wattway ermöglicht es euch, Strom aus Sonnenlicht zu erzeugen, ohne überflüssigen Platz zu beanspruchen. Paneele, die die Sonnenstrahlen einfangen, werden direkt in die Fahrbahn integriert. Ihre spezielle Konstruktion erlaubt es, genügend Strom zu erzeugen, um alle lokalen Gebäude und Anlagen damit zu versorgen. Bei der Herstellung dieser Geräte hat die Firma Kohler Group daran gedacht, dass die Straßen im Durchschnitt nur in 10% der Fälle von Autos befahren werden. Darüber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass sich der weltweite Strombedarf bis 2050 im Vergleich zu heute verdoppeln wird. Die Solarmodule von Wattway sind laut Hersteller in der Lage, dieses Problem zu lösen. Rund 20 Quadratmeter Paneele mit 1000 Sonnenstunden pro Jahr reichen aus, um ein ganzes Haus mit Strom zu versorgen. Es ist bemerkenswert, dass es für die Montage der Paneele nicht notwendig ist, die Integrität der Asphaltdecke zu brechen. Sie werden einfach aufgesetzt, sind langlebig und bieten optimalen Grip. ETI rotierende Leitplankenfässer. Bei einem Autounfall besteht die Hauptgefahr für den Fahrer darin, von der Fahrbahn abzukommen. Besonders gefährlich sind Unfälle, wenn sich Straßen auf einem Hügel, in der Nähe von Wasser oder in einer Bergregion befinden. Um die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang zu reduzieren, wurde die spezielle Straßensperre ETI mit rotierenden Fässern entwickelt. Sie wandeln die Aufprallenergie in Rotationsenergie der Fässer um, während sie das Fahrzeug zur Seite fahren und so das Abfahren verhindern. Sie haben einen großen Spielraum an Kraft und Elastizität, um auch beim Zusammenstoß mit einem großen Auto, wie einem LKW, nicht zusammenzubrechen. Sie besteht aus einzelnen Abschnitten, die ausgetauscht werden können. Das reduziert die Reparaturkosten. Die Schranken sind mit einer reflektierenden Folie ausgestattet, um die Sicherheit beim Fahren bei Nacht zu erhöhen. Plastikstraßen. Plastikmüll ist ein ernstes Problem für die Umwelt, denn er zerfällt nach 500 bis 1000 Jahren und wir produzieren mehr als 310 Millionen Tonnen pro Jahr. Einige Unternehmen arbeiten aktiv an Ideen für die Nutzung von Kunststoffabfällen, sodass diese Kunststoffstraßen erfunden wurden. Neben den Vorteilen für die Umwelt haben sie noch einen weiteren Vorteil: eine deutlich bessere Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Asphaltstraßen. Kunststoff ist ein korrosions- und witterungsbeständiger Werkstoff. Er arbeitet im Bereich von minus 40 bis plus 80 Grad Celsius. Auf der Außenseite unterscheiden sich solche Straßen nicht wesentlich von Asphaltstraßen. Für ihre Herstellung werden auch Schotter- und Bitumensubstanzen verwendet. Der endgültigen Zusammensetzung wird jedoch recycelter Kunststoff beigemischt. Plastikstraßen halten dreimal länger als Asphalt. Sie sind 70% schneller zu platzieren und viermal leichter. NOAQ Boxwand. Die Technologie, die ihr auf dem Bildschirm seht, ermöglicht euch einen besseren und effektiveren Schutz vor Überschwemmungen. Die Verwendung von Sandsäcken ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Daher wurden sie durch NOAQ Barrieren ersetzt. Sie sind mobil und können wiederverwendet werden. Die Barrieren sind so konstruiert, dass sie durch ihr Eigengewicht, aber auch durch das Gewicht des Wassers sofort am Boden befestigt werden. Ihr Gewicht beträgt etwa 1% des Gewichts des Sandsacks. So lassen sie sich einfach, schnell und ohne zusätzlichen Aufwand installieren. Die 50 cm hohe Barriere hat ein Gewicht von nicht mehr als 5,5 kg pro laufendem Meter. Der Hersteller garantiert 100% Effizienz. Der Hauptvorteil der NOAQ Barrieren besteht darin, dass mehr Menschen am Bau eines Staudamms gegen Überschwemmungen teilnehmen können. Dies beschleunigt die Installation erheblich und kann zu einem entscheidenden Zeitpunkt die kritische Situation verändern. GRT Wetlock. Staub, der an vielen Arbeitsplätzen wie Bergwerken, Steinbrüchen, Höfen und Bauernhöfen herumschwimmt,
stellt eine ernste Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier dar. Die spezielle Zusammensetzung, genannt GRT-Wetlock, erlaubt es, die Menge an Flugstaub nahezu vollständig zu reduzieren. Es ist ein synthetisches Staubsammelprodukt, das auch großen Verunreinigungen standhält. Es funktioniert mit einer ökologisch unbedenklichen, geruchlosen Flüssigkeit. Es ist ungiftig, feuerbeständig und hat keine flüchtigen Eigenschaften. Absolut sicher für Mensch, Tier und Pflanze. Es ist auch beständig gegen Sonnenlicht und Wasser. Die Anwendung erfolgt schnell und einfach, mit Hilfe eines speziellen Sprinklers. Geeignet für verschiedenste Untergründe wie Kies, Sand, Ton und Kalkstein. Es stört die Arbeit nicht. Unmittelbar nach der Bearbeitung kann man auf der Oberfläche laufen und fahren. GRT EnviroBinder. Dies ist eine weitere Substanz, die auf den Boden gespritzt wird. Dieses Mal ist es ein einzigartiges Produkt zur Vermeidung von Erosion, genannt EnviroBinder. Es dringt in Schichten von losem, körnigem Boden ein und bildet nach dem Trocknen eine starke, wasserdichte Oberfläche. Es wird dort eingesetzt, wo Bodenerosion nicht akzeptabel sind und wird mit speziellen Geräten oder durch Handspritzen aufgebracht. Es ist bemerkenswert, dass die Substanz umweltfreundlich und ungiftig ist und das Wachstum der Pflanzen nicht stört. Ein Spray reicht für einen Zeitraum von 6 Monaten, aber in manchen Situationen wirkt die Substanz bis zu 24 Monate. Straßenmarkiermaschine. Die Firma Hofmann beschäftigt sich mit der Herstellung von Maschinen zur Beschleunigung und Vereinfachung des Anbringens von Straßenmarkierungen. Ihre kompakte Ausstattung der Serie H33 hat eine hohe Kapazität. Sie kann auf fast jeder Straße arbeiten, da sie selbst den Aufstieg überwindet. Die Maschine arbeitet mit gespritzten thermoplastischen Kaltfarben. Das Fassungsvermögen des Tanks beträgt 600 Liter. Die maximale Reichweite beträgt 5 Meter. Die Maschine ist mit einem breiten Fixierer ausgestattet, um auch bei hohen Geschwindigkeiten perfekt gleichmäßige Streifen aufzutragen. Sirocco Straßentrockner. Regen und Schnee sind die Hauptfeinde der Straßenbauarbeiten, besonders wenn es um den Aufschlag geht. Um die Arbeit nicht aufzuschieben und nicht wegen der Unberechenbarkeit des Wetters zu verzögern, wurden Maschinen wie der Sirocco Straßentrockner erfunden. So können sie die Fahrbahn sofort trocknen und für den Farbauftrag vorbereiten. Die Trocknungsgeschwindigkeit beträgt je nach Straßen- und Witterungsverhältnissen zwischen 3 und 6 Stundenkilometern. Er produziert 100 Kubikmeter Luft pro Minute. Seine Temperatur wird manuell eingestellt und kann zwischen 350 und 550 Grad Celsius liegen. Er arbeitet mit handelsüblichem Autokraftstoff und hat eine lange Lebensdauer. Es ermöglicht die Straßenmarkierung zu jeder Jahreszeit und bei jeder Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig ist die Qualität der fertigen Markierung nicht schlechter als bei trockener Witterung. Stammark. Dies ist ein spezielles Klebeband zur Verbesserung der Sicherheit von temporären Arbeitsbereichen. 3M Stammark reagiert auf die Druckänderung und benötigt daher keine zusätzlichen Klebstoffe, um sie auf der Straße zu befestigen. Es wird schnell aufgetragen und auch schnell wieder entfernt, ohne Spuren zu hinterlassen. Es beschädigt die Straßenoberfläche nicht. So ist es möglich, bei Straßenreparaturen schnell verschiedene Bereiche zu markieren. Das Klebeband hält absolut bei jedem Wetter. Bis es von Hand entfernt wird, das Band wird bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius aufgetragen und eignet sich für Orte mit hohem Verkehrsaufkommen, da es eine hervorragende Verschleißfestigkeit aufweist, erhältlich in den Farben Weiß und Gelb. Diese Bänder sind schon von Weitem sichtbar und geben den Autofahrern ein klares Bild davon, wo die Straßenarbeiten durchgeführt werden. Es kann auch als Alternative zur Straßenmarkierung eingesetzt werden. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie.
und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.